Seitdem ich nun Seminare, Vorträge halte, YouTube-Videos immer wieder aufnehme und meine Erfahrungen mit Aktien weitergebe, ist mir ein Wandel aufgefallen in der Gesellschaft. Früher war es so, dass Aktien gerade in Deutschland sehr, sehr negativ betrachtet wurden. Vor allen Dingen mit Risiken, mit flüchtigen Kurs auf und abs. Und viele Menschen haben sich von Aktien ferngehalten. Und dann kam die Phase der Niedrig-, der Minuszinsen, und da hat sich schon einiges geändert bei den Menschen und bei den Anlegern. Vielen Menschen ist mittlerweile schon bewusster geworden, dass man sich nicht nur auf die gesetzliche Rente verlassen sollte. Auch die Politik hat sich da geändert. Auch viele Politiker haben mittlerweile ein Bewusstsein dafür, dass die gesetzliche Rente alleine nicht mehr ausreicht, und sie ermutigen Menschen dazu, selbst vorzusorgen. Und dann steht natürlich auch bei vielen der Traum im Vordergrund, finanziell frei zu werden, finanziell unabhängig zu sein, sein Leben selbst gestalten zu können und seinen Tag und nicht mehr fremdbestimmt zu sein. Also, da hat sich was geändert, und dennoch sind manchen Menschen die Konsequenzen nicht klar, und auch das erlebe ich immer wieder. Manche haben eben den Wunsch, frei zu sein, Vermögen aufzupassen, aufzubauen und passives Einkommen auszubauen. Aber sie wollen keine Risiken eingehen. Und ich höre immer wieder den Satz, ja, aber dann muss ich doch Risiken eingehen. Und das ist doch unsicher. Und was ist, wenn das schief geht? Die Wahrheit ist, wenn man höhere Renditen erzielen will, dann muss man auch höhere Risiken eingehen. Rendite und Risiko, Chance und Risiko ist immer miteinander verbunden. Und daran führt kein Weg vorbei. Aber es geht eben darum, keine Risiken einzugehen, die völlig sinnlos sind, die man nicht eingehen muss, die zu nichts Positivem führen, und Risiken sinnvoll zu managen. Und das ist im ganzen Leben so. In Wirklichkeit ist ja das ganze Leben lebensgefährlich. Und jeder weiß, am Ende siegt immer der Tod. Das ist aber kein Grund, das ganze Leben den Kopf in den Sand zu stecken und zu resignieren und zu denken, was soll das Ganze? Am Ende sterbe ich eh. Das ist Quatsch. Es geht darum, das Leben möglichst so zu gestalten, wie es einem selber am vernünftigsten erscheint, wie es einem selber auch Spaß macht, wie man es selber verbringen möchte. Kein Mensch steigt auf ein Hausdach und springt runter, weil er einmal das Gefühl des Fliegens erleben möchte. Also ja, Risiken eingehen, Chancen nutzen, so ist das gesamte Leben, aber Risiken sinnvoll managen. Und wenn es darum geht, höhere Renditeziele zu erreichen, dann kommt man an Aktien, dann kommt man an Unternehmen nicht vorbei. Auch das hat sich bei vielen mittlerweile durchgesetzt, denn Aktien und Unternehmen sind die Anlageklasse mit den höchsten Renditen. Wenn Unternehmen nicht mehr die höchsten Renditen erzielen, dann würde Wirtschaft nicht mehr funktionieren. Unternehmen sind die einzige Anlageklasse, in der Einkommen erzielt wird. Alles Einkommen, das erwirtschaftet wird, wird in Unternehmen erzielt. Und alle anderen Anlageklassen sind davon abhängig, wie viel Einkommen in den Unternehmen erzielt wird. Es kann nur so viel an Miete gezahlt werden, wie Einkommen erwirtschaftet wird. Es kann nur so viel in Gold angelegt werden oder in Rohstoffen oder in Zinsen in alle anderen Anlageklassen, wie Einkommen in Unternehmen erwirtschaftet wird. Und wenn man Eigentümer dieser Unternehmen ist, dann erwartet man zu Recht die höchsten Renditen, denn jeder Vorstand weiß, der Chef ist der Eigentümer.
Und dem muss ich die höchsten Renditen erwirtschaften, sonst ist mein Job unsicher. Kein Mensch gründet oder beteiligt sich an einem Unternehmen, damit Fremdkapitalgeber, Banken und so weiter die höchsten Renditen erzielen. Also diese Zusammenhänge, die sollte man sich bewusst machen und dann ist klar, höhere Renditen kann man nur durch Unternehmensbeteiligungen erzielen. Und ja, damit geht man Risiken ein. Unternehmen können scheitern, Unternehmen können pleite gehen. Also, es geht um ein sinnvolles Risikomanagement. Und da haben wir Aktionäre ja einen enormen Vorteil im Vergleich zu Unternehmen, die alles Geld nur in ihr eigenes Unternehmen stecken und auch nicht wissen, wie sich die Zukunft entwickelt, wie sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen entwickeln, welche Innovationen die nächsten Jahre auf den Markt kommen, wie sich Wettbewerber entwickeln und so weiter. Wir können in unterschiedliche Unternehmen investieren und das sollte man auch nutzen. Also streuen, nicht nur in ein Unternehmen investieren. Zweitens, über Branchen hinweg streuen. Jede Branche hat seine Vor- oder Nachteile und jede Branche hat seine Risiken. Die Chipindustrie beispielsweise ist sehr, sehr kurzlebig, sehr, sehr innovativ. Der neueste Chip ist vielleicht in wenigen Monaten oder Jahren schon wieder vollkommen veraltet. Und dann muss man neue Chips haben. Und da ist eben die Gefahr, dass das eigene Unternehmen nicht immer ganz oben ist. Nicht, dass es verschwindet, aber dass es halt dann immer wieder auch durchstrecken, durchstehen muss. Demgegenüber gibt es aber enorm hohe Renditeerwartungen in der Chipindustrie, weil damit, wenn man an dem Unternehmen beteiligt ist, das eben den neuesten Chip hat, dann erwirtschaftet dieses Unternehmen auch enorm hohe Renditen und daran ist man eben beteiligt. Es gibt andere Branchen, die nicht so schnelllebig sind, beispielsweise die Nahrungs- oder Konsumgüterindustrie, die viel beständiger sind. Aber auch da gibt es natürlich Risiken, dass die Marken, die man im Produktportfolio hat, nicht mehr so ziehen bei den Kunden. Aber das vollzieht sich meistens in viel längeren Abständen, also das Risiko ist bei weitem nicht so hoch. Dennoch sind natürlich auch die Renditen nicht so enorm hoch wie in der Chipindustrie. Also da genau überlegen, welche Branchen möchte ich investieren, in welche Branchen möchte ich diversifizieren. Und da gibt es Branchen, die konjunkturzyklisch sind, die also mit der Konjunktur schwanken. Wenn die Konjunktur gut läuft, dann geht es dieser Branche super. Und wenn die Konjunktur schlecht läuft, dann leidet diese Branche. Beispiel für konjunkturzyklische Branchen, die Autoindustrie. Wenn Menschen viel Geld haben, eben konjunkturell gut dastehen, dann sind sie eher bereit, neue Autos zu kaufen. Und wenn der Arbeitsplatz unsicher erscheint, vielleicht Arbeitslosigkeit sogar drohen könnte, dann wird der neue Autokauf eventuell aufgeschoben. Oder die Möbelindustrie, Bauindustrie und so weiter. Alles konjunkturzyklische Industrien. Nicht konjunkturzyklische Branchen, beispielsweise eben die Pharmabranche. Arzneimittel braucht man unabhängig, ob die Konjunktur gut oder schlecht läuft, wenn man krank ist. Genauso Nahrungsmittel, Konsumgüter und so weiter. Das sind konjunkturunabhängige Branchen, die schwanken viel weniger stark. Hat den Vorteil, dass die Aktienkurse natürlich auch nicht, in der Regel auch nicht so stark schwanken, außer in Sonderfällen. Hat aber den Nachteil, dass man auch nicht immer wieder mal so günstig kaufen kann wie bei konjunkturzyklischen Branchen, denn die brechen bei jeder Konjunkturindustrie, bei jedem Konjunkturrückgang viel stärker wieder ein. Die Aktienkurse kann man damit auch immer wieder günstig nachkaufen. Aber man muss bei konjunkturzyklischen Unternehmen eben auch physisch das aushalten, dass das eigene
Depot viel stärker schwankt. Und so kann man sich überlegen, welchen Anteil an konjunkturzyklischen und nicht zyklischen Unternehmen nehme ich mir ins Depot. Bei höheren Renditeerwartungen, da macht Sinn auch mehr konjunkturzyklische Unternehmen, weil man da immer wieder günstig nachkaufen kann. Also streuen nicht nur ein Unternehmen, verschiedene Unternehmen, über Branchen hinweg diversifizieren. Und der dritte Punkt, jedes Unternehmen deckeln, jedes Unternehmen begrenzen. Ich investiere in ein Unternehmen nur maximal 10 oder wenn es ganz hoch kommt, mal 15%, nicht mehr. Warren Buffett hat bei Apple mal 50% gehabt in seinem Portfolio. Wäre mir viel zu hoch, dieses Risiko übrigens. Nur mal als Vergleich. Also 10-15%, nicht mehr. Und zwar von dem Geld, das ich investiere in Unternehmen. Also keine Kursschwankungen berücksichtigen, denn da würde man zu falschen Entscheidungen kommen. Wenn ein Unternehmen in eine Krise kommt und der Kurs nach unten geht, dann wird ja dieser Anteil, der Anteil dieses Unternehmens im Depot niedriger. Man könnte dann beständig nachkaufen. Nein, sollte man auf keinen Fall machen, sondern das Geld, das ich in die unterschiedlichen Unternehmen investiere, begrenze ich pro Unternehmen auf maximal 10-15% und nicht mehr. Egal, wie tief die Kurse noch fallen. Denn im schlimmsten Fall, wenn ein Unternehmen pleite gehen würde oder eben dauerhaft eine Krise durchmachen müsste, da wäre zu viel Geld dann im Feuer. Und so gibt es eben verschiedene Maßnahmen, ich will das jetzt nicht ausbauen, wie man sein eigenes Risikomanagement gestalten kann, denn jeder Mensch ist da unterschiedlich. Der eine, der ist eben viel risikofreudiger, und der andere, der kann schon schlecht schlafen oder nicht mehr schlafen, wenn das eigene Depot mal um 10% zurückgeht. Und das sind eben die sinnvollen Maßnahmen, aber nicht den Fehler machen und sagen, ich gehe keine Risiken im Leben ein. Das würde letztlich bedeuten, ich stehe nicht mehr auf, denn die meisten Unfälle passieren im Haushalt, statistisch erwiesen. Und wenn man nicht mehr aufsteht, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis man nicht mehr leben kann, weil das Herz-Kreislauf-System dann irgendwann mal Stopp sagt. Alles muss bewegt werden, der Mensch muss sich bewegen und muss sich immer weiter fortentwickeln. Kein Kind käme auf die Idee, Kleinkind zu sagen, jetzt bin ich 30 Mal hingefallen beim Versuch laufen zu lernen, laufen ist nichts für mich. Ich lasse das lieber, das ist mir zu gefährlich. Also, das ist Schwachsinn. Und ich finde es immer wieder schade, wenn Menschen, und das stelle ich eben leider sehr häufig fest, resignieren. Die sagen, mir gefällt mein Job nicht. Die ganzen Lebensumstände, die passen mir nicht. Ich würde am liebsten ganz anders leben wollen. Warum tust du es dann nicht? Wer hält dich davon ab? Wir leben in einer freien Welt, in einer freien Gesellschaft. Da kann jeder selbst bestimmen, wie er leben möchte. Ja, aber das ist mit Risiken verbunden. Und was ist, wenn das schief geht? Und was sagt dann der Nachbar? Ja, lass dem Nachbar sein Leben leben, leb du dein Leben. Ist es vollkommen wurscht, was der Nachbar über dich oder über mich sagt? Das ist seine Meinung. Ich lebe mein Leben und so solltest du das auch machen. Und nicht das Leben eines anderen. Und der andere Punkt, ja, was ist, wenn es schief geht? Da fällt mir beispielsweise Elon Musk ein. Ich bin kein Anhänger von Elon Musk, weil wir auch charakterlich vollkommen unterschiedlich sind. Aber ich bewundere schon solche Leute, die so Großes geschaffen haben. Die Wahrheit ist aber auch, diese Leute sind enorm hohe Risiken eingegangen, die wären mir wiederum zu hoch. Elon Musk ist vielfach extrem hohe Risiken eingegangen, hat alles auf eine Karte gesetzt.
Raumfahrt, SpaceX, Tesla und so weiter, was er alles gemacht hat. Und da fällt mir eben ein Interview ein, als er gefragt wurde, Herr Musk, Sie haben jetzt auch Kinder, als er dann eben Kinder bekam. Hat das nicht Ihr Leben verändert, Ihr Risikobewusstsein? Haben Sie dann nicht immer mehr gedacht, ja, was passiert denn, wenn ich scheitere? Dann leidet die Familie und so weiter. Ist das Risiko nicht zu hoch und die Gefahr? Und er hat darauf sinngemäß geantwortet, es ist mein Traum, mein Lebensziel, Dinge voranzubringen. Ich möchte die Raumfahrt weiterentwickeln, weil ich davon überzeugt bin, Elektromobilität und alles, was er halt so angepackt hat, weiterentwickeln, das ist mein Leben. Ich kann mir kein anderes Leben vorstellen, das wäre Resignation. Also, was ist denn, wenn ich, und ich, wer sagte, ich bin schon öfter im Leben gescheitert, was ist denn, wenn ich gescheitert bin? Ja, dann habe ich von weiter unten, von vorn wieder angefangen und dann ging es wieder los. Aber ich habe nie resigniert. Du bestimmst in Wirklichkeit, ob du scheiterst oder nicht. Was bedeutet denn Scheitern? Scheitern bedeutet ja letztlich nur aufzugeben. Die Menschen, die gescheitert, in Anführungszeichen gescheitert sind, also manchmal Dinge gemacht haben, die nicht so funktioniert haben, wie sie ursprünglich dachten und dann wieder aufgestanden sind, weitergemacht haben, die sind nicht gescheitert. Du wirst nicht scheitern, wenn du dich nicht scheitern lässt, wenn du nicht aufgibst. Thomas Edison, glaube ich, war es, der Erfinder der Glühbirne, der irgendwann mal sagte, ich habe 100-mal versucht, die Glühbirne zu erfinden und bin 100-mal gescheitert. Ich habe es aber nie als Scheitern gesehen, sondern für mich waren es 100 Versuche, aus denen ich gelernt habe, wie es nicht geht. Und dann kam eben der 101. und ich habe es geschafft. Also Scheitern bedeutet nicht, aber jetzt geht nichts mehr weiter, das Leben ist zu Ende, sondern du hast gelernt, wie es nicht geht. Und gerade aus Rückschlägen lernt man bekanntlich am meisten. Und das ist ja Fortentwicklung und Weiterentwicklung. Also resignier nicht im Leben. Gehör nicht zu den Menschen, die den Kopf hängen lassen und sagen, alles ist so schlecht und dem Nachbarn geht es viel besser und ich würde am liebsten ganz anders leben. Dann leb halt ganz anders und jeder hat die Möglichkeit, das bestimmst nur du. Aber geh auch keine unnötigen Risiken ein, überleg dir immer, wie ist das Verhältnis von Risiko zu Chance. Und das ist letztlich das Wichtigste im Leben. Und noch eins, weil es mir gerade einfällt und zu diesem Video Zusammenhang passt. Die Menschen, die immer nur auf Sicherheit gehen wollen, vermeintliche Sicherheit, Sicherheit gibt es im Leben nicht, irgendwann stirbt jeder. Vermeintliche Sicherheit, die bringen auch nichts weiter, die entwickeln sich nicht weiter. Und das genau ist das Problem von Großkonzernen. Denn in Wirklichkeit ziehen Großkonzerne viele dieser Menschen an, die nach Sicherheit suchen. Der Gedanke dahinter, ich möchte am liebsten in einem Großkonzern arbeiten, denn da habe ich Sicherheit. In Wirklichkeit, und das hat mir erstmal wieder ein Vorstand bestätigt, in Wirklichkeit brauchen diese Großkonzerne diese Leute aber nicht. Denn die, die nur auf Sicherheit bedacht sind, die bringen nichts weiter. Sowohl in ihrem Leben nichts weiter, als auch das Unternehmen nicht, bringen sie nicht weiter. Großkonzerne brauchen Leute, die den Konzern nach vorwärts bringen, die antreiben, die Dinge versuchen, ausprobieren, innovativ sind, ja, auch mal scheitern und daraus lernen. Also dieser Anteil der Menschen, die auf Sicherheit bedacht sind, ist erwiesenermaßen bei Großkonzernen höher als bei kleinen Unternehmen oder im Mittelstand. Und das ist auch der Grund, warum viele neue Innovationen aus kleinen und mittelständischen Unternehmen kommen und nicht von Großkonzernen.
Auch darüber sollte man nachdenken, ob es die richtige Einstellung ist. Und in Wirklichkeit verzweifeln dann diese auf Sicherheit bedachten Menschen in Großkonzernen, weil sie irgendwann ersticken in ihrer eigenen Suche und vermeintlichen Sicherheit und sich selbst nicht mehr weiterentwickeln. Aber jetzt will ich es nicht mehr ausufern lassen. Ich denke, es ist rüber oder hoffe, es ist rüber gekommen, was ich meine. Du bestimmst selbst, welches Vermögen du aufbaust, welche Renditen du erzielst und wie du lebst. Nutze das Leben und diese Möglichkeiten. Wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über Likes, über das Weiterverteilen und über das Abonnieren meines Kanals. Ansonsten alles Gute, viel Freude, viel Spaß beim Ausprobieren von Dingen, beim Weiterentwickeln und bis zum nächsten Video.